Marjana Gapunenko stammt aus Odessa und lebt in Wien. Ihre Muttersprache ist Russisch, aber sie schreibt seit frühester Jugend auf Deutsch. Und wie sie schreibt, das sind wunderbare Romane mit einer einzigartigen Mischung aus Humor, Ironie, schwarzem Humor und tiefer Melancholie. Und das ist ihr neuester Roman, Das letzte Rennen. Kaspar erzählt die Geschichte seines Vaters. Der Vater kam einst als Flüchtling aus Polen nach Österreich und wurde reich. Und nun haben die beiden ein wunderbares Problem, von dem manche träumen. Sie sind so reich, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Sie suchen den Sinn ihres Lebens, ohne zu arbeiten. Und sie haben diesen Sinn des Lebens gefunden in einer Leidenschaft, die sie beiden teilen, der Vater und der Sohn. Sie lieben Pferde, Kutschpferde. Sie leben auf einer alten, aufgelassenen Rennbahn, morbider Charme in Wien, sammeln Kutschen, züchten Pferde. Und finden Sie damit den Sinn des Lebens? Sie suchen nach diesem Sinn. Was ist gerade das Besondere an dieser Suche, dass man den Sinn gar nicht finden darf. Und es ist nicht möglich, den Sinn zu finden. Sonst würde man gar nicht nach ihm suchen. Sind wir ein Spielball des Schicksals? Wir sind ein Ball, den ein Zufall dem anderen zuwirft. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber wir können, während wir fliegen, etwas tun. Vielleicht finden die beiden nicht den Sinn des Lebens, aber sie sind trotzdem Lebenskünstler. Denn sie erleben ja schreckliche Sachen. Es ist ja voller tragischer Todesfälle und Unfälle, dieses Buch. Und trotzdem verlieren die beiden nie die Lust, die Lebenslust. Was ist das Geheimnis? Das sind die Pferde. Die halten die beiden bei Laune und sie machen das Leben interessant und spannend und natürlich und bodenständig. Obwohl sie mitten im Luxus leben, nicht wissen wohin mit ihrem Geld, sind die beiden einigermaßen noch mitten in der Natur. Nur entwickelt sich Kaspar, also der Sohn, etwas anders als der Vater. Der Vater weiß schon ganz genau, wie er sein Leben zu leben hat. Und der Sohn hat dieses leuchtende Beispiel des Vaters vor Augen und ist ein bisschen irritiert. Aber sie sind beide von Haus aus bodenständige Typen. Nur ist dieser Luxus eine große Verführung und etwas, was die beiden zerstreut und stört. Warum erzählen Sie diese wirklich tragische Geschichte? Die Mutter wird von Schnapsflaschen erschlagen, der Sohn wird von einer Kutsche überrollt, der Vater wird dement. Warum erzählen Sie diese tiefe Tragik mit so einer Leichtigkeit, ja, mit so einem Witz? Soll ich Trübsal blasen? Also natürlich weiß ich, wir sind alle vergänglich, wir werden alle sterben. Aber wenn man mit dem Ernst, mit diesem großen Ernst, dass das, was Sie von mir erwarten, sowas erzählen würde, ja, dann würde man verrückt werden als Schriftsteller, glaube ich. Oder es wäre nicht ganz authentisch. Ich glaube, die Ironie, die ich im Laufe der Jahre in mir entdeckt habe und weiterentwickelt habe, ist genau das Mittel, mit dem ich diesen großen Dingen im Leben begegnen möchte. Das ist ein Spiel, einerseits ein ernsthaftes Spiel, einerseits eine spielende Tragik, mit der ich diesen Dingen begegnen möchte. Einerseits kann ich über sowas gar nicht ernsthaft schreiben. Ja, aber wenn es keinen Sinn im Leben gibt, dann hilft ja nur die Ironie. Ja, dann kann man das Schicksal und auch das Schwere des Schicksals nur als Ironie begreifen. Das ist ein Faden, ein wunderbarer Faden ihrer Geschichte. Es fängt ja damit an, der Mann wird reich, weil er Bremsen erfindet, eine besondere Bremse erfunden hat. Und diese Bremse hat er erfunden, weil er auf einer Kutsche saß und das Pferd ging durch. Und er hat sich überlegt, wie kann man das technisch verhindern. Und das Schicksal oder die Ironie des Schicksals will es, dass ein Kutschenunfall sein Leben durcheinander haut. Das ist ja dann sozusagen der Punkt, an dem der Roman ins Tragische, durchaus auch ins Tragische fällt, als ausgerechnet der Mann, der die Bremse erfunden hat, kann sein Pferd nicht halten. Ja, ich mag es, wenn es grausam ist im Leben, wenn Zäsuren
stattfinden und wenn man sie auch wahrnimmt und merkt, wenn man etwas daraus macht. Ich glaube, dafür sind sie da. Unfälle, man muss scheitern und je früher, umso besser. Ich glaube, es ist schwer, wenn man nur Glück gehabt hat im Leben plötzlich zu scheitern und zu wissen, okay, jetzt habe ich wirklich Pech gehabt und dann bin ich zu alt, um es noch einmal zu versuchen. Ich glaube, als junger Mensch zu scheitern ist ein Geschenk. Den Satz muss man sich merken. Als junger Mensch zu scheitern, ist ein Geschenk. Aber bei Jana Gaponenko ist ja alles andere als aber gescheitert. Aber im Alter ist es auch okay. Sie haben einen tollen Mann, Sie haben, was mit dem Buch zu tun hat, Pferde. Sie lieben Pferde, Ihr Mann liebt Pferde. Das ist auch das, was vielleicht neben dem Schreiben Ihrem Leben einen besonderen Kick, einen besonderen Sinn gibt. Die Liebe zu den Pferden. Die Liebe zu der Schöpfung habe ich durch die Pferde erfahren. Und ich bin zur Ruhe gekommen, habe meine Mitte gefunden, meine Bodenständigkeit, ja, meine Nächstenliebe auch. Ich habe gelernt, weniger Raubtier zu sein, ein bisschen softer zu sein, nicht zu scheinen, sondern wirklich zu sein. Und die Pferde haben es mir gezeigt. Da gibt es eine wunderbare Stelle in dem Buch, da sagt der Vater, glaube ich, ich liebe Pferde, weil wir, die Menschen, sie über Jahrtausende missbraucht haben. Vor allem im Krieg, in den Schlachten, sind ja genauso viele Pferde gefallen wie Menschen, beinahe so viele, ohne dass die was dafür konnten. Ja, als Fluchttier ist es eine doppelte Herausforderung, im Krieg nicht abzuhauen. Und ich stelle es mir wahnsinnig dramatisch vor, über tote Pferde zu reiten, über tote Menschen zu reiten. Also okay, als Raubtier sind wir einfach auf Krawall, also auf diesem Krawalltrip. Seitdem wir die Keule in die Hand genommen haben, haben wir nur Krawall gemacht und einander umgebracht. Aber als Pferd bringt man den Kollegen nicht unbedingt um. Man zeigt ihm eine gewisse Grenze. Bisher und nicht weiter. Das macht man, indem man ein Ohr anlegt oder sogar zwei. Und das ist klar, okay, mit diesem Herdenchef möchte ich mich nicht anlegen. Und es geht nie bis zum Äußersten bei den Pferden. Das sind Fluchttiere, die ganz friedlich miteinander leben und nebeneinander existieren und ihr Leben genießen und ziemlich erfolgreich gewesen wären, wenn wir uns nicht eingemischt hätten, glaube ich. Sie glauben ja sogar an die heilende Kraft von Pferden. Da gibt es eine Figur in Ihrem Roman, die will am Ende einen Seniorenstift mit einer Pferdetherapie gründen. Das ist auch, habe ich erfahren, ein persönlicher Traum von Ihnen. Sie wollen sowas vielleicht mal machen. Eines Tages möchte ich auf jeden Fall einen messbaren Nutzen bringen. Mhm. Ich möchte einen Nutzen bringen, den die Gesellschaft am eigenen Leib erfährt. Mhm. Die am Rande der Gesellschaft leben, das sind die Menschen, die wir nicht mehr ernst nehmen oder nie ernst genommen haben, Menschen mit Demenz oder Autisten. Und da können Pferde helfen? Und da können Pferde wunderbar helfen. Wenn man das einmal gesehen hat, ist man angefixt. Und ich habe es mehrmals erlebt. Und ich weiß, das Glück, das diese Menschen im Umgang mit diesen Tieren erfahren, können wir Menschen nicht bieten. Wir sind viel zu hektisch. Sie sehen, also ich bin zu hektisch. Obwohl ich immer noch versuche, ein bisschen mehr Fluchttier und ein bisschen pferdiger zu sein, weiß ich, wir können als Menschen nie besonders effizient genau so eine Zielgruppe, die ich mir alles ausgesucht habe, für meine Zukunft helfen. Malkurse, alles schön gut, aber so ein Pferd, das einfach da ist und steht und atmet mit seinen großen Lungen, das wirkt unwahrscheinlich beruhigend und das erdet dich total. Ja. Der Roman spielt heute, aber weil da so viele Pferde und Kutschen vorkommen und so eine alte, aufgelassene Rennbahn, auf der die da leben, da hat man den Eindruck, die Geschichte ist aus der Zeit gefallen. Und das ist eine der Stärken des Romans. Es schwebt so. Es könnte 19. Jahrhundert sein. Es ist aber heute. Was ist die Absicht dahinter, diesen Roman so zwischen den Zeitschichten flimmern zu lassen, oszillieren zu lassen? Ja, die Absicht war, eine Zeit zu zeigen oder anzudeuten, die ich wahrnehme, mitten in unserer Zeit, mitten in meinem Alltag. Ich weiß, in welcher Zeit ich lebe. Natürlich sehe ich diese vielen Autos und ich weiß, es gibt Internet, Kühlschränke, Fernseher. Aber das interessiert mich natürlich wenig. Ich nehme eine andere Zeit wahr, die am Verklingen ist. Das ist dieses 19. Jahrhundert, das immer noch nicht zur Ruhe kommt.
Und ich sehe, wie es verfällt vor meinen Augen. In Wien gibt es wunderbare Schauplätze dieses Verfalls. Und ich bin aktive Teilnehmerin dieses Verfalls. Ich verfalle selbst dann mit diesen Ruinen, die schon, bevor ich geboren wurde, marode waren. Und ich beschreibe eine Gesellschaftsschicht, die glaubt, dass sie unsterblich ist, weil sie wohlhabend ist. Und es war ein großes Vergnügen, das Gefühl zu haben, dass ich mich gut auskenne in puncto Pferde, Kutschen, also die Geschichte eigentlich ausmachen oder zum Großteil schmücken. Und aber auch in dieser elitären Welt habe ich das Gefühl, dass ich darüber reden kann und schon einiges gesehen und erlebt habe. Also es ist nicht nur ein Pferderoman, wie man meinen könnte. Die Pferde sind mehr der Katalysator. An den Pferden wird das deutlich, was die Gesellschaft betrifft. Und das ist tatsächlich, das geht ins Satirische. Das ist diese Wiener Schmähgesellschaft. Sehr leichtlebig, sehr lebenslustig, durchaus sympathisch, aber immer auch so an der Kante. Ja? An der Kante zum Dachschaden, an der Kante zum Schlawinertum. All das zum Gaunertum spielt da eine Rolle. Und das ist scharf beobachtet. Sie sind ja nun keine geborene Wienerin, sondern mit Ihrem deutschen Mann dorthin gezogen. Wie empfinden Sie diese Gesellschaft dort? Wir reden ja im Moment ziemlich viel von Österreich. Einerseits mag ich den Wiener, ohne zu wissen, wer er wirklich ist. Aber ich habe für mich einiges schon ausgemacht. Andererseits weiß ich, dass er sich falsch entwickelt hat und etwas unternehmen muss, um zeitgemäß zu sein. Mhm. Um die Geschichte zu verarbeiten, muss man etwas unternehmen. Und man kann nicht nur genießen und konsumieren. Und den Wald, diesen Walzer tanzen, seit 200 Jahren kann man nicht ewig den Walzer tanzen. Ja. Ist ja die Ausländerfeindlichkeit, die man da spürt, ist das auch so eine Abwehrbewegung, so das Gefühl, es ändert sich zu viel, wir wollen lieber so bleiben und wir wollen das behalten, was wir eben glauben, was uns zusteht, dieses spezielle Wienerische. Ich weiß nicht, woher diese Ängste kommen, gerade in Wien, aber ich würde sagen, den Menschen geht es so gut, dass sie Angst haben, dass es ihnen mal schlechter gehen könnte. Das ist einerseits eine natürliche Sache, aber man kann auch etwas dagegen tun, wozu hat man den Kopf. Und man sieht ja das Beispiel in Deutschland, also Deutschlands Geschichtsaufbearbeitung und wie die Deutschen mit ihrer Geschichte und mit der europäischen Geschichte umgehen. Und man kann auch sowas Beispiel nehmen und sich Gedanken machen, warum haben wir Probleme, warum haben wir Minderwertigkeitskomplex, warum kommen wir nicht mit unserem Glauben klar, ja, obwohl wir eine wunderschöne Kirche haben, nur perfekte Voraussetzungen, um glücklich zu sein. Warum klappt es bei uns nicht? Also, ich glaube, es ist ein Land, in dem sehr viel Potenzial da ist. Und es ist genau das, was mich in dem Land reizt, weil ich sehe, die können sich noch gut entwickeln. Das ist ja auch ein Kulturstaat par excellence, dieses Österreich. Und diese alte Monarchie, K&K, spielt offenbar immer noch eine Rolle, so im Unterbewusstsein. Den Roman, den Sie da vorgeschrieben haben, der preisgekrönt, Wer ist Martha, handelt ja auch von einem uralten Mann, 100 Jahre alt, der in Wien zum Sterben, nach Wien geht zum Sterben und nochmal das ganze Jahrhundert Revue passieren lässt, in schöne Konzerte geht, im schönsten Hotel der Stadt, an der Bar sitzt und noch einmal zieht dieses wunderbare Jahrhundert der K&K-Monarchie an uns vorbei. Und ein bisschen was davon ist auch in diesem Roman drin. Die Atmosphäre dieses verlorenen Glücks. Es geht um verlorene Söhne, um die Menschen, die einerseits sehr interessant sind und eine Fülle an Schätzen in sich tragen. Komischerweise hemmt der Schuh und diese Schätze kommen gar nicht zum Ausbruch. Es ist eine Leitung verstopft. Und bis zum Schluss klappt es nicht, dass sie sich offenbaren und die Kurve kriegen. Sowas in dem vorletzten Roman mit meinem Protagonisten Lewatzki, so ist es mit den beiden Männern. Meine wahren Helden sind in der Regel die Frauen, die ich im
wahren Leben nicht unbedingt schätze, in meinem Alter. Aber wenn sie ein bisschen älter werden, sind sie schon interessant als Gesprächspartner. Ja, die eine ist ein Escort-Girl, die da eine Rolle spielt. Die andere, eine Krankenschwester, ist eigentlich eine ukrainische Erbschleicherin. Genau, sowas gibt es auch. Sowas muss es geben. Was natürlich überhaupt nichts autobiografisches nein, ist. Nein. Ich komme auch komischerweise auch aus der Ukraine, aber solche Gedanken habe ich nie gehabt. Nein. Völlig, liegt uns völlig fern. Und dieser Kaspar, der Erzähler, der junge Mann, versteht wesentlich mehr von Pferden als von Frauen. Versteht. Das ist auch eine tragikomische Geschichte. Von einer Frau zum anderen scheitert er eigentlich. Selbst die Nadja da, von der wir gerade sprachen, die ukrainische Krankenpflegerin, sein Vater heiratet sie am Ende. Er zieht wieder den Kürzeren. Der Sohn... Wie gesagt, der Sohn sieht dauernd seinen Vater, er sieht, wie der Vater das Leben genießt, wie er seine Träume auslebt. Das sind Pferdeträume. Das Pferd ist ein Statussymbol für den Vater und für den Sohn automatisch auch, obwohl er sehr wenig unternimmt und nur mitmacht. Als Beifahrer, als Groom ist er eine Art... Stallknecht und macht einfach mit, weil er vom Geld des Vaters lebt. Und dann kommt diese Nadja ins Spiel, die scharfe Ukraine, den Vater wie eine Weihnachtsgans ausnimmt und in die Ukraine fährt, um ihren Traum zu verwirklichen. Das heißt, die Frauen, die ich beschreibe, wissen ganz genau, wo der Hammer hängt. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, aber wir sind ja unter uns. Sie wissen, ihr Schicksal zu schmieden mit diesem Hammer. Sie wissen um die Kürze des Lebens. Mhm. Und dieses Wissen macht sie nicht unbedingt hektisch, aber das macht das Leben geschmackvoll und würzig. Und sie haben Spaß daran, Männer an der Nase herumzuführen, von ihrem Geld so zu leben, wie der Sohn es nie schafft. Das heißt, er ist regelmäßig auf gewisse Summen angewiesen. Und die Frau, die Nadja, nimmt alles in einem Rutsch und fährt zurück in ihre Heimat, um ein Pferdetherapiezentrum für Senioren zu eröffnen. Ja. Und das ist ihr Geschäftsmodell, ihr Lebensmodell. Und sie hat überhaupt keine Gewissensbisse, Menschen übers Ohr zu hauen. Wunderbare Geschichte. Auf solche Geschichten kommt kein und keine andere als Marjana Gaponenko. Das ist eine ganz besondere Stimme in der deutschen Literatur. Und Sie sollten sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das letzte Rennen von Marjana Gaponenko. Vielen Dank. Ich danke.